Moin, moin und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch. Diese Woche mit Frizzangs Aeronautical Space Administration oder auch FASA. Und FASA bietet euch, so wie die NASA, Bauteile aus der Historie der NASA, nämlich genau genommen für die Apollo, Gemini und die Mercury-Mission. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in die Fab und ich zeige euch, was es da so gibt. Am einfachsten, um Überblick zu kriegen, ist beim Umfang des Mods, wenn man hier einmal draufklickt, also dann hat man hier ein bisschen mehr Felder, wo man suchen kann. Und wir gehen einfach Filter bei Manufacturer und alles, was so dabei ist, findet ihr unter den Faserteilen. Und das ist eine ganze Menge. Also ich klicke mal schnell durch. Viele, viele Seiten. So. Wie ist das Ganze geordnet? Also, es ist glücklicherweise nach Buchstaben geordnet. Das heißt, ihr findet relativ am Anfang viel Zeug zum Thema Apollo. Zum Beispiel, was euch vielleicht bekannt vorkommen könnte, ist hier das Apollo Command Modul. Das ist im Prinzip ein Nachbau des Apollo Moduls in Kerbal Space Program oder des Apollo Command Moduls ohne den Service Part. Das müsste noch hinten ran gebaut werden und kann dann im Prinzip eine Crew von 3 beinhalten und hat verschiedene Anbauteile. Also zum Beispiel hier oben so Docking-Adapter, solchen Firlefanz. Na, das ist alles relativ gut beschrieben, was man wo mit ranbaut. Also zum Beispiel hier steht Apollo Command Service Module Docking Device. This dock works best with the LEM Docking Cone. Also, das funktioniert am besten zusammen mit der Dockvorrichtung vom Landemodul. Und das ist das hier. Ja, also das da geht später in das da rein. Also das hier kommt an die Landefähre. Das hier kommt an die, also Sekunde, das hier kommt ans Landemodul und dann könnt ihr das entsprechend umdocken. Also das Mod richtet sich ganz klar an die Enthusiasten von euch, die eher historische Missionen nachbauen wollen und zwar noch wirklichkeitsgetreuer, als das eben mit Stock möglich ist. Dafür habt ihr diese wunderschönen, ja, sehr ältlich wirkenden Teile und das Schöne daran ist, und das zeige ich euch jetzt mal, dass es dafür auch tatsächlich echt schöne IFA-Ansichten gibt, also IVA, wo das alles so ein bisschen altbacken aussieht. Also, ich meine, Kerbal-Technologie ist ja jetzt so schon nicht das Allermodernste von der Welt, aber hier sieht das alles auch noch ein bisschen älter und ein bisschen mehr raumschiffmäßiger aus, wie man es so kennt. Und insgesamt habt ihr halt ein komplettes Set. Das war nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal in die Fab rein, nachdem wir das hier recovered haben. Insgesamt habt ihr eben für die jeweiligen Raumschiffserien aus Apollo, Gemini und Mercury komplette Bauteilserien. Das heißt, ihr könnt eigentlich diese Raketen ziemlich detailgetreu nachbauen. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen komplex, um das komplett im Modding-Mittwoch zu machen, aber ihr habt eben alles, was ihr braucht, um euch zum Beispiel hier die Apollo-Landefähre zusammenzubauen, die entsprechenden Triebwerke, die ihr dafür braucht, die Instrument-Unit, die rangehört und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr euch einen Bauplan von Apollo zum Beispiel besorgt, könnt ihr das alles relativ gut nachbauen. Aber Apollo ist noch nicht alles. Es gibt hier noch verschiedene andere Sachen. Die Explorer-Geschichten sagt mir jetzt persönlich nichts. Müsste ich mal nachschlagen, was Explorer genau war. Hier habt ihr Teile, die für die Redstone da sind. Die Redstone-Rakete wurde zu Beginn des Mercury-Projekts genutzt, als es noch suborbital geflogen worden ist. Und dadurch, dass das eben hier alles nach Buchstaben geordnet ist, kommt als nächstes das Gemini-Programm. Gemini müssten die ersten Missionen gewesen sein, wo auch Weltraumspaziergänge gemacht worden sind. Also da habt ihr hier dann entsprechenden Command-Pod für. Der ist sehr, sehr ähnlich zu dem zu dem Mercury Command Pod, aber eben nicht komplett das gleiche. Und man kann sich dann eben alles hier so zusammenbauen, wie man das eben braucht. Da gab es auch die ersten Docking-Versuche. Also da wurde das erste Mal auch Dinge im Weltall zusammengedockt von den Amerikanern. Dementsprechend habt ihr dafür so ziemlich das gesamte Equipment. Auch Return Engines, obwohl ich nicht glaube, dass der darunter gehört. Ich bin jetzt nicht so der Experte für Gemini-Missionen, deshalb verzeiht mir, wenn ich euch das nicht genau sagen kann, wie es funktioniert. Aber da könnt ihr einfach rumtüfteln. Und hier steht im Prinzip auch alles immer mit dran, wo ihr das hinbaut. Also, this goes on top of the parachute. Also, wenn ihr hier quasi jetzt auf der Kapsel irgendwo den Parachute drauf gebaut habt, den es hier vermutlich irgendwo gibt,
Irgendwo gibt es ihn sicherlich. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kommt dann das Nose Cone oben drauf. So. Trara. Und ihr habt dann eine Gemini-Kapsel. Die schützt das ganze Ding dann eben auch, während ihr oben rumfliegt. Gut. Und das Ganze geht dann eben über die Gemini-Mission weiter zu viel Gemini-Kram. Also hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ihr ausprobieren könnt. Verschiedenste Trigger-Raketen. Den Parachute. Ich habe ihn gefunden. Also der käme dann quasi hier so drauf. Zack. Fast geklappt. Ich krieg den bestimmt gleich noch angebaut. Will er nicht? Warum will er nicht? Irgendwie will er den gerade nicht. Schade. Also, aber wenn er hier drauf wäre... Oh, jetzt hat er ihn. Kaum hat man aufgegeben. Funktioniert es auch schon. Und dann kommt hier quasi das Docking Nose Cone Fairing drüber. Zack. Und dann können wir vorne irgendwelche wilden Docking-Adapter noch draufbauen. Und haben den Fallschirm aber erstmal abgeschirmt. Das ist so die Idee dahinter. So, und dann geht es aber natürlich auch noch weiter nach der ganzen Gemini-Geschichte, denn nach Gemini kommt im Alphabet natürlich noch Mercury. Und hier gibt es dann alles, was man so braucht, um Mercury-Raketen zu bauen. Da kann ich jetzt wieder ein bisschen mehr zu sagen. Also Mercury war natürlich das erste bemannte Raumfahrtprogramm der Amerikaner. Insgesamt waren das geplante 7 Flüge. Auch die Mercury 7 waren quasi die Astronauten. Und Alan Shepard war so der erste, der mit der Freedom 7 damals nach oben geflogen ist. Ich erwähnte es mal in dem Kickstarter-Video, was ich vor knapp 2 Wochen gemacht habe, falls der ein oder andere von euch es gesehen hat. Und Mercury wurde mit verschiedenen Raketen geflogen und die ersten Versuche waren eben noch suborbital. Da wurde mit der Redstone-Rakete geflogen, die ist hier auch irgendwo dabei. Also das hier ist, glaube ich, ein Fuel Tank dafür. Und wo war ich? Eben habe ich ihn noch gesehen. Da. Ein Redstone A6 Rocket Engine. Also der kommt dann quasi unter die ganze Geschichte unten drunter. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die ganze Geschichte an. Also so sieht eine Mercury-Kapsel aus. Die Mercury-Kapsel ist für eine Person zum Beispiel gedacht. Hat so ein bisschen RCS mit drin, dass ihr sie hin und her drehen könnt. Und hat ein kleines Science-Experiment, nämlich den Crew Report. Hat auch direkt ein Hitzeschild mit eingebaut und eben ein bisschen Monopropellant, was man halt so kennt. Und dann könnt ihr halt auch wieder anfangen zu basteln. Da gehört natürlich sinnigerweise ein Parachute mit oben drauf. Und dann gehört wieder so eine Nose Cone mit drauf, die auch gleichzeitig die Antenne ist und so weiter und so fort. Damit könnt ihr euch dann eine Rakete bauen, die ungefähr so aussieht. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe das nämlich schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich uns die Freedom 7 gebaut. So, die Freedom 7 ist dann quasi so eine Redstone-Rakete mit einer Kapsel obendrauf, die dafür gedacht ist, suborbital zu fliegen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal und gucken uns einfach mal an, wie die Mercury-Kapsel von innen aussieht. Die ist nämlich auch richtig schön altbacken, aber erstmal starten wir den ganzen Kram. Und zwar mit einem gediegenen, gemütlichen Gravity-Turn-Off-Einbau, damit wir jetzt ein bisschen weit kommen. Wie ihr schon merkt, das Ding hat jetzt nicht so richtig gigantisch viel Vorsprung. Ist alles ein bisschen entspannt, aber es geht nach oben und es geht stetig nach oben. Und es ist mit der Rakete nicht möglich vom Size oder nicht ohne zu cheaten möglich, soweit ich das überblicken kann, in den Orbit zu kommen, weil diese Rakete nicht darauf ausgelegt war. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt einfach mal kurz das Bearing ein bisschen rüber nach Osten geschoben und den lasse jetzt wieder los. Und theoretisch müsste die Rakete den Rest so halbwegs für sich selbst regeln, indem sie mit der Gravitation weiterkippt. Ich hoffe, dass sie mir diesen Wunsch erfüllt. Das ist dann nämlich so ein richtig schöner, vorschriftsmäßiger Gravity-Turn, wie er sein sollte. Und wir gucken mal, wo wir landen. Innen drin sieht das richtig, richtig, richtig schön altbacken aus. Also wenn ihr euch an die Bilder erinnert von dem Go for Launch Mercury Simulator, da fühlt man sich gleich wieder ein bisschen dran erinnert, nur dass da ein Körbel drin sitzt. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Höhenmesser wir haben und warum, aber wahrscheinlich ist es einfach, damit man irgendwelche Instrumente hat, die irgendetwas anzeigen.
glaube, unser Gravity Turn funktioniert nicht so, wie ich mir den gedacht habe. Ich werde da jetzt mal ein bisschen nachhelfen. So, Gravity Turn gefällt sich mal ein bisschen. Und wir sind unterwegs, um suborbital zu gehen, oder? Ich gebe jetzt mal lieber ein bisschen Gas, damit wir das auch irgendwann noch schaffen dieses Jahr. Ja. Zack, zack. Los, schneller. So. Und wir haben hier oben eben verschiedene Teile. Also ich habe hier oben dran so ein Launch Escape System. Wir haben die Nose Cone. Unten drunter ist ein Fallschirmpack, den sehen wir gleich noch. Dann kommt die Kapsel. Darunter ist ein Bremstriebwerk. Zeige ich euch auch gleich noch, sobald wir oben sind. Dann klassische Decoupler, die Redstone-Rakete an sich und das Redstone-Triebwerk und eben das A6 Redstone-Triebwerk. Und dazu würde ich dann noch eine Landeklammer, die wir unten ausgelöst haben. So, und wie man jetzt sieht, man kann damit ganz gut suborbital gehen. Viel mehr ist halt nicht drin. Also ich hätte das jetzt auch ein bisschen flacher strecken können, dann wären wir halt irgendwo da hinten runtergekommen. Aber es hätte nicht so viel dran geändert. So, jetzt können wir so ein paar Sachen erstmal entsorgen. Also, wir brauchen den hier schon mal nicht mehr. Der hat sich erledigt, weil, naja, Launch Escape ist jetzt vorbei. Wir brauchen das hier auch nicht. Kann schon mal weg. Jetzt kann ich euch das andere zeigen. Und zwar hat die Mercury-Kapsel so ein Retro-Rocket-System drunter, mit der wir aus dem Orbit zurückbremsen können. Weil wenn wir, also das Ziel der Mercury-Kapsel war es ja, oh, da kommt unser Launch-Escape-System wieder vorbeigeflogen. Hallo. War ja in den Orbit zu kommen. Und wenn man jetzt so eine Kapsel im Orbit hat und hat alles weggesprengt, dann kommt man natürlich relativ schlecht wieder zurück. Ja, also zumindest dauert das ziemlich lang und darauf war es halt nicht ausgelegt. Also gibt es hier unten so ein kleines Solid-Fuel-Rocket-System, mit dem man eben Retrograders machen kann. Wenn man jetzt versucht, die Kapsel zu steuern, stellt man relativ schnell fest, dass sich da nicht allzu viel tut. Also genau genommen gar nichts. Aber wir haben ein RCS-System ja integriert, also mit so ein bisschen Monopropellant, also man sollte es nicht übertreiben. Und wir haben hier so kleine Steuerdüsen mit dran. Man sieht die nicht besonders gut, aber hier sind sie ein bisschen zu erkennen. Da. Und damit können wir die Kapsel im Prinzip in alle Richtungen mehr oder weniger drehen. Und das machen wir jetzt mal, indem wir sie retrograde drehen. Wupp. So, schon mal grob in die Richtung. Zack. Und jetzt gucken wir mal, ob wir sie auch noch inline gedreht bekommen. Geht so, aber es geht. So, und dann können wir nämlich mal den Ausblick genießen. Tada! Kerbin und die Reste unseres Launch Escape Systems aus der Mercury-Kapsel. So, und jetzt machen wir mal genau das, was Alan Shepard auch machen musste, weil Alan Shepard ist ja nur suborbital geflogen, er hätte es also nicht machen müssen, wäre so oder so zurückgekommen, aber er hat das Launch Escape System gezündet, weil er natürlich testen sollte, ob das so funktioniert. Das heißt, wir zünden jetzt nochmal das Launch Escape System, sage ich schon, die Rückkehrbooster. Also die werden jetzt gezündet und verkürzen im Prinzip unseren suborbitalen Flug. Normalerweise wäre das dann unser Return gewesen in die Atmosphäre. Und dann haben wir hier diese komischen Klammern, sind im Prinzip ein Decoupler. Schwupp, mit dem können wir uns davon verabschieden. Weil das ja jetzt wieder nur unnötiges Gewicht ist, das wir nicht brauchen. So, jetzt zeitraffern wir den ganzen Kram mal und ich vermute, wir werden ein bisschen steil reinkommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das so verhält. Aber vermutlich werden wir ganz fürchterlich draufgehen beim Wiedereintritt. Mal gucken, was passiert. So, weil wir sind genau genommen nämlich einfach ein bisschen zu steil. Wir müssten viel flacher kommen. Und wer mit so einem steilen Winkel wieder reingeht, ja, der hat halt so seine Probleme beim Wiedereintritt, ne? So, die Kappe lassen wir jetzt erstmal noch drauf, damit dem armen Fallschirm nicht ganz so viel passiert unterwegs. Und ich würde sagen, ich bringe uns mal durch den schlimmsten Teil der Hitzezone hier durch. Zeitraffer, das war unser Launch Escape System, was man sonst noch so nicht braucht. So, jetzt gucken wir mal. Oh, wir sind noch ziemlich schnell und wir sind immer noch ziemlich hoch. Also nicht mehr so hoch, andersrum. So, wir machen den schon mal weg. Na? Das noch was? Ziemlich schnell. Komm schon, werd blau. Nein! Nicht mehr geschafft. Ja, und so ist das dann, wenn man die Mercury-Kapsel falsch fliegt. Okay, also kleiner Probeausflug mit der Mercury-Kapsel. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren. Guckt euch das Mod einfach mal an. Ist ziemlich interessant, wie gesagt, für alle, die so ein bisschen historische Missionen gerne nachspielen wollen. Und liefert euch dafür genau die Bauteile
Und ich bin gespannt von euren ersten Berichten mit euren Apollo-Landefähren, wie ihr da den Mond erobert habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.